Ja, hallo und herzlich willkommen bei Bradom.at. Zu Bradom erinnert sich ja eine Serie, wo es vor allem darum geht, meine Meinung über gewisse Sachen vielleicht kundzutun, was mich auch interessiert, was ihr dazu sagt, was eure Meinung ist. Und schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Heute mit der Lions meine ersten FIFA-Erinnerungen. Was war das erste FIFA, was ich gespielt habe? FIFA 99. Für den PC. Damals noch mit einem Schalke-Spieler auf der Verpackung. Mit Wolf Dieter Boschmann und Werner Hansch als die Kommentatoren. Ja, und wir haben es gesagt: Herzlich willkommen zum Spiel so und so. Ich gebe ab zu Wolf Dieter Boschmann und Werner Hansch. Und ich gebe jetzt ab zu mir selber. Und was war so das Highlight schon am Beginn? Das Intro mitten. Rockefellers King, googelt das Lied, googelt das Intro von FIFA 99. Der Spieler läuft das Stadion rauf, die Treppe rauf und am Schluss steht er oben am Ende vom Stadion und ja, Jubelpose und dann kommst du ins Spiel, ins Hauptmenü, was damals noch ziemlich einfach war. Aber es hat Champions League hat man spielen können, also man hat so Turniermodi gehabt, man hat Meisterschaften spielen können. Man hat einen Editor gehabt, dass man einfach die Spieler umbenennen hat können, man hat die Stärken ändern können, man hat seinen eigenen Verein erstellen können, mit allen seinen Freunden, man hat die Spieler transferieren können. Die Stärken hat man nicht beeinflussen können, aber halt die Namen und dann hat halt irgendwie so was das halt auch ändern können. Das hat es dann noch später gegeben, bei FIFA 2001 und so, aber gerade bei FIFA 99 am Beginn. Wie gesagt, unser erstes FIFA, wir haben am Computer Mitte der Tastatur gespielt und mit den Pfeiltasten. Also zwei Zimmer da gesessen, einer hat die Pfeiltasten bedient, einer hat WASD bedient, plus die anderen Sachen, was da halt noch war, mit Q und E, da hast du noch richtig so reinsteigen können. Und es war unglaublich, wirklich. Ich kann mich noch erinnern, wir haben viel mit Real Madrid und mit der Mailand gespielt damals. Wie hat denn der geheißen? Weiß ich nicht mehr, aber da hat es so viele Spieler gemacht, die dann echt cool waren und ja, gerade Inter Mailand zu der Zeit mit Ronaldo. Aber tolles FIFA. Eine Besonderheit war, wenn du bei der Mittellinie geschossen hast, gerade auf das Tor hast du getroffen, der Goalie hat nicht mehr gefischt. Ich weiß nicht, ob das nur bei den Schwierigkeiten war, die ich gespielt habe, aber damals war ich mit Amateur oder Anfänger oder so schon reichlich bedient und auf jeden Fall mega FIFA. Dann ist FIFA 2001, da hat sich die Grafik deutlich verbessert. Das hat noch unser Computer nicht gepackt, bis wir nachher einen neuen Computer irgendwann gekauft haben und nachher eigentlich gar nicht so viel FIFA mehr gespielt haben. Es war dann mehr der Fußballmanager, der uns gefallen hat und Fußballmanager 2003 und so, 2002, 2003 war der erste, den wir selber gehabt haben und dann später mit das FIFA Fusion Game, das heißt, du hast in Fußballmanager und FIFA, wenn du beides gehabt hast, beide Spiele, das war so der Grund, warum wir FIFA dann wieder gekauft haben, hast kombinieren können und hast dann deine Leute quasi aus dem Fußballmanager ins FIFA importieren können, was ziemlich cool war, weil dann hast du mit deiner Fußballmanager-Mannschaft, wo du jahrelang dran gearbeitet hast und alles gewonnen hast, hast dann auch in FIFA spielen können, aber Spiele. War ziemlich lustig. Die Ladezeiten für das Ganze waren aber ziemlich groß. Also du hast das auch so machen können, wenn du FIFA gehabt hast, hast du die FIFA-CD einlegen können, dann hast FIFA, also dann hast du am Fußballmanager die Spiele spielen können, aber die waren halt nicht so detailliert wie damals die FIFA-Spiele. Ansonsten ist dann irgendwann weitergegangen auf der PlayStation 2 mit FIFA bei uns. FIFA 06 und so, dann FIFA 08 haben wir wieder einen PC gehabt, das haben wir uns einfach so gekauft gehabt. Und dann FIFA 08 hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir uns noch entschieden haben, die PlayStation 3 zu kaufen mit FIFA 09, also das war dann schon richtig cool. Ja, und dann ist eh schon bald Ultimate Team kommen und wir waren nie so die Hardcore-Spieler bei den FIFA-Spielen. Wir haben hauptsächlich zu zweit immer gespielt, miteinander im gleichen Team, gegen einen Computer. Oder, also im Ultimate Team haben wir immer zu zweit. Ich muss sagen, am Beginn war ja Ultimate Team, es hat ja nichts gegeben. Also jetzt gibt es ja kein Wicked League Game, es hat kein Division Rivals Game. Es hat halt gar nichts gegeben. Du hast halt online spielen können, also du hast das gleiche, was du halt im normalen Modus gehabt hast. Dort hast du halt auch online spielen können. Da hast du halt die Seasons gehabt, also dann hast du halt so ein Ranking gehabt. Also du hast einfach gespielt, wenn du gewonnen hast, bist aufgestiegen. Also hast du immer so
10 Spiele Saison gehabt und dann bist du entweder auf oder abgeschrieben, was halt letztes Jahr noch gegeben hat beim FIFA. Da waren wir recht gut zu zweit, also wir haben nur zu zweit gespielt, die anderen waren gleich rein. Und da waren wir immer recht gut im FIFA. Das ist gut, wir waren so Liga 2 oder so, das haben wir schon erreicht, aber irgendwann haben sie das nachher nicht mehr so richtig unterstützt gehabt, ich weiß nicht warum. Ich glaube, so komisch. Dass, und ja, und Ultimate Team haben wir nie so richtig die mega starken Teams gehabt. Einmal weiß ich dann, dass wir De Gea und ein Team of the Week dann gehabt haben und solche Karten, da haben wir schon richtig gutes Team gehabt und sonst die meisten haben wir nicht so die mega Sachen gehabt, aber am Ende ist es dann halt Arm und Spaß gegangen, so wie jetzt das Team, so stark war es wahrscheinlich dann am Ende, aber da haben wir nicht so viel Zeit verbracht, irgendwann sind wir nachher drauf gekommen, dass man halt mit Spielerverträgen gut verdienen kann, gewisse Spieler gut verkaufen kann, Trikots gut verkaufen kann, mit dem Beginn vom Jahr noch immer viel gemacht hat. Und am Beginn hat man ja noch Coins kaufen können, das haben wir mal probiert, aber ja, das macht dann halt auch keinen Scheiß. Also, ja. Und dann, es ist halt das Problem ist, dann verkaufst der ganze Mannschaft öffnet Packs, weil das halt das Lustige ist. Und dann lernst du daraus, ja, mach das nicht, weil statt einem coolen Team hast du dann gar nichts mehr. Und ja, so ist FIFA. FIFA gönnt nicht, also die Erkenntnis. Aber man muss dazu sagen, es hat halt wirklich wenig gegeben beim Ultimate. Es hat wenig Möglichkeiten gegeben, jetzt an Packs zu kommen. Es hat keine SPCs gegeben, es hat keine Different Rivals gegeben, es hat kein Weekend League gegeben, es hat keine Squad Battles gegeben. Und dann habe ich eigentlich lang nicht gespielt gehabt, bis. Also, ich habe FIFA 16 war nachher auf der Xbox das letzte, was ich gehabt habe. Also, 14 bis 16 habe ich auf der Xbox gehabt. Und da hat es ja Icons gegeben, aber die hast du nie bekommen. Und ich habe dann auch nicht so viel gehabt, dass ich es mir leisten habe können. Und irgendwann war es dann halt so. FIFA 17, also FIFA 16, 17, 18 oder 17 und 18 waren halt so, also 17 habe ich nur so sporadisch gehabt am PC, das war dann halt auch am Ende für 15 Euro oder so, ist 18 das gleiche, aber das haben wir im Juni gekauft und ich wollte unbedingt den WM-Modus spielen, das war so der Anreiz und dann habe ich das halt irgendwann gespielt und dann habe ich halt so nebenbei gespielt und dann habe ich meine erste Weekend League gespielt gehabt und dann habe ich gedacht, weißt du was, jetzt stream ich das, weil jetzt waren wir, sind wir gerade iRacing reingefahren, dann stream ich das und dann ja, fahren wir, haben wir ein paar Leute zugeschaut und das war ziemlich cool und so hat das Ganze begonnen und viele von den Leuten, die damals zugeschaut haben, schauen immer noch zu und dann sind wir, habe immer mehr gespielt, ich habe WM-Modus gespielt, ich habe mir immer die WM-Packs gekauft für 7500 und ich habe nichts gehabt, ich habe spät angefangen, die anderen haben wir schon Nazi-Teams gehabt und ich habe hauptsächlich Squad Battles gespielt und im WM-Modus und hauptsächlich offline, also hat mir mega Spaß gemacht. Also WM-Modus habe ich dann in Ronaldo und normalen 7500er Pack drin gehabt. Und der Vorteil von den 7500er Pack beim WM-Modus waren, du hast beim WM-Modus das gekriegt, das Pack mit den Spielern. Dann hast du aber Team Fitness und also sie was neue Objekte gekriegt, die ist aber super verkauft, die trade everyone und das verkaufen was können und du hast das 7500er Pack gehabt. Und in einem von den 7500er Packs habe ich noch meine erste Icon drinnen gehabt. In Okocha und das war ziemlich cool. Dann habe ich zuerst schon beim Memos einen Ronaldo drin gehabt, in einem, so einem normalen Pack, das war echt cool. Und ja, einer meiner Lieblingsspieler war auch in einem Pack schon sehr früh drinnen, das war bei den Upgrade-SPCs. Die fortgeschrittenen SPCs macht das am Beginn vom nächsten FIFA, denkt dran, aktiviert die Coins-Boost, das sind so immer die Tipps, die man hat. Ja, und dann haben wir einen Berg in Van Persie drinnen gehabt und irgendwie haben wir dann mit. Den habe ich ewig gespielt, dann habe ich geschaut, dass ich den Bergkurs kriege und so, also das Team war echt schwach. Ich habe Spaß gehabt. Und dann im WM-Modus, dann hast du die Icons gehabt, und aber desto mehr Icons man gehabt hat, desto weniger lustig war der WM-Modus. Weil du dann die anderen Spieler gar nicht mehr gespielt hast und so, dann hast du halt nie mehr gehabt und so. Es war schon cool, weißt du, der WM-Modus. Hat Spaß gemacht und war halt der Grund, warum ich es gehabt habe. Dann beim Ultimate Team-Modus habe ich echt viel Spaß gehabt. Und so, und dann hat er streamen und es haben die Leute zugeschaut und ja, es hat mir Spaß gehabt und dann hat man sich gedacht, ja, kaufen wir uns FIFA 19 und wir wissen alle, was rausgekommen ist, wenn man FIFA 19 kauft. Hab viel gestreamt, sehr viel, hab jede Weekend League gespielt, fast jede, am Beginn, hab viel Glück gehabt, bei Werner Videos zu bringen, mit allem, oder mit den meisten Rewards, was ich da gehabt habe, dann hat er den Dots Rewards und ja, mein Team am Schluss jetzt ist mega krank. Das ist super gut, das macht super mega Spaß, damit zu spielen, wenn man erneuern, wenn man Berg kommt. Dann haben wir das letztes Jahr zwar dann am Schluss auch gehabt, aber es wird Zeit fürs nächste FIFA, muss ich sagen. Ich habe zwar schon noch Lust, ein bisschen mit dem Erneuern zu spielen, also mit Ronaldo, weil er halt einfach eine Legende ist. Und ich bin zufrieden mit dem Offline-Modus, ich muss jetzt kein Weekend League oder so mal spielen.
vielleicht ein bisschen entspannen jetzt da und dem anderen Content erbringen. Sagt mir, wie es euch gefällt, und ja, dann schauen wir einfach beim nächsten FIFA rein und hoffen, dass FIFA 20 die Marke mit den 1000 Abonnenten reingefällt. Und schreibt rein, was ihr für Vorschläge habt für Abonnenten oder für ein Special. Also, was können wir machen, wenn wir 1000 Abonnenten rein? Ja, schauen wir, ob wir es schaffen dann. Schauen wir mal, wie viel FIFA 20er die Motivation da ist. Würde ich sagen. Ja, das war es also, die FIFA-Erinnerungen und so der kurze Durchlauf von dem Ganzen. Ich sag tschüss, wenn es euch gefallen hat. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, was so eure FIFA-Erinnerungen sind, eure schönsten Momente oder der Grund, warum ihr dann FIFA viel Freude gehabt habt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Teil. Ciao.